Der Reformtheologe Muhannad Khurshid, Professor an der Uni Münster, veröffentlichte vor kurzem mal wieder ein Buch. Ja, der Titel lautet bewusst provokant: Gottes falsche Anwälte, der Verrat am Islam. Nun, das Hauptanliegen des Buches ist diesmal die Gott-Mensch-Beziehung bzw. die Beziehung von Allah subhanahu wa ta'ala zu dem einzelnen Muslim ins Visier zu nehmen. Mit welchem Ergebnis? Khurshid behauptet, dass es in der besagten Beziehung zwischen Allah und den Gläubigen nicht etwa um Gehorsamkeit ginge, sondern der Islam vielmehr stattdessen als ein Programm zur Selbstverwirklichung, ja sogar zur individuellen Selbstoptimierung verstanden werden sollte. Nun, sicherlich eine Idee, die der auf Assimilations ausgelegten staatlichen Islampolitik sehr gelegen kommt, die aber sogar innerhalb der reformistischen Kreise auf Ablehnung stößt. So äußerte zum Beispiel Thomas Bauer, Professor für Islamwissenschaft und Arabistik ebenfalls an der Uni Münster, in seiner Rezension des Buches, Zitat: Selbstfindungstraining als Nächstenliebe. Und das soll alles gewesen sein? Keine Geschichte, keine Mystik, kein Recht, keine Politik, keine Philosophie, keine Theologie, ja eigentlich überhaupt keine Kultur, nur subjektstärkende Selbstverwirklichung? Braucht man dafür überhaupt Religion? Er sagt weiter, das wird ihm viel Zustimmung verschaffen, von welchen Seiten auch immer. Über den Islam als Religion, seine Geschichte und Gegenwart, seine Theologie und Spiritualität erfährt man darin nichts. Anders als politisch kann und wird dieses Buch, das sich gerade gegen den politischen Islam richtet, gar nicht diskutiert werden. Zitat Ende. Nun, geliebte Muslime, wir sehen, dass der staatlich geförderte Reformislam immer wieder ins Rennen geschickt wird, um die islamische Community durch Veranstaltungen, Buchveröffentlichungen, Fernsehinterviews und unterstützenden Medienberichten in den Grundfesten ihrer Überzeugung zu erschüttern oder zumindest zu beeinflussen. Dazu benutzt der Staat innerhalb des reformistischen Spektrums sowohl Hardliner wie einen Muhannad Khurshid als auch gemäßigte Reformer wie zum Beispiel einen Bülent Ucar von der Uni Osnabrück. Doch wie sollte unser Umgang als Muslime mit den Reformern sein? Und hier muss uns eins immer wieder bewusst sein. Auch wenn die Reformer sich in ihrer Ausprägung und ihrer, nennen wir es mal Radikalität unterscheiden mögen, so haben sie stets eine gemeinsame Basis. Denn sie alle sind von der Denkschule des in Ägypten wegen Apostasie verurteilten Philosophen Nasr Hamed Abu Zaid, der im Jahre 2010 gestorben ist, geprägt. Und sie alle sind Verfechter einer historisch-kritischen Betrachtungsweise des Islam und somit auch des Koran. Somit sind die Reformer Träger von gefährlichen Ideen und Verbreiter von Irrlehren, welchen die islamische Community nur mit Ablehnung begegnen darf und auf keiner anderen Basis. Egal, ob es sich nun um die Uni in Frankfurt, Münster, Osnabrück, Hamburg, Berlin oder Tübingen handelt, die dort beschäftigten Reformtheologen dürfen niemals als Teil der islamischen Community betrachtet werden, sondern als suspekte Personen, welche im Staatsauftrag oder zumindest mit staatlichem Wohlwollen gegen die islamische Community agieren, ob bewusst oder unbewusst. Und genau aus diesem Grund dürfen wir Muslime nicht den Fehler machen, die sogenannten gemäßigten Reformer gegenüber den sogenannten radikalen Reformern als kleineres Übel zu betrachten und ihren Aussagen, Sympathien oder gar Zuspruch entgegenzubringen. Denn wenn zwei von den Irrlehre Verbreitenden miteinander streiten, so überlegt der Muslim nicht, welcher von beiden Allah subhanahu wa ta'ala wohl weniger erzürnt, sondern vielmehr, er sagt sich von beiden los und nimmt seine Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor beiden von ihnen. Deshalb müssen wir vorsichtig sein, dass der Staat auch hier womöglich bewusst radikale Stimmen benutzt, um damit die Akzeptanz und die Türen für anderweitige, von ihm vorgesehenen Akteure bei den Muslimen zu öffnen. Eine perfide Strategie des Staates bei der Verbreitung und Etablierung eines deutschen Reformislams, die wir Muslime niemals zulassen dürfen.